ein 8-Stunden-Livestream von so etwas bekannteren YouTubern. Gronkh, Sarrazar, Sergeant Rumpel, dann hier Pete, Hardy, Bram, Chris, Jay, Sepp von Pete's Meat, dann Fabian Siegesmund von High Five oder Playtimes oder Players, irgendwas, keine Ahnung. Der macht da auch noch mit. Dann ist der David irgendwas von, ich glaube von Giga oder so ist der. Der ist auch dabei. Ja, der war auch letzte Mal dabei. Ja, das wird ganz schön lustig. Also wieder 8 Stunden Livestream gucken. Gucken, wie die sich gegenseitig in coolen Games auf die Schnauze hauen. Vielleicht zocken die auch schon mit der PS4 oder mit der Xbox 360, Xbox One meine ich natürlich. Wenn es dazu natürlich passende Spiele gibt. Im Moment sind noch nicht so viele draußen zum Release, habe ich gehört. Sowas wie Forza Motorsports oder so interessiert mich gar nicht. Das Einzige, was mich so jetzt interessiert, ist. Ja, was interessiert mich? Rise ist ein ganz cooles Game, habe ich gesehen. Das ist irgendwie so ein. Im römischen Design. So, irgendwie sowas ist das. Ist ganz cool gemacht. Ui, wir bekommen eine Digi-Aura. Ja, für 3 Stunden, sagst du? Fette Sache. Ja, Rise ist jetzt so ein Game, was mich voll interessieren würde, weil es halt so ein Hack and Slay, ein bisschen Leute niedermetzeln. Wieder so ein, wie sagen die Medien? Mein Gott, Alter, was ist denn heute mit mir los? Das ist einfach spät. Wie sagen die Medien? Wieder so ein Killerspiel. Ganz viel Blut und so. Ja. Mag ich. Ist mal eine coole Abwechslung zu sowas wie Digimon oder League of Legends, wo du kein Blut siehst. Einfach nur so. Ja. Oh, dann wurde ich. Genau. Darauf freue ich mich jetzt auch diesen Monat noch. Halt die Skins, die rauskommen. Mystery Skin giften werde ich mit ein paar Freunden. Die werden auch nur bis zum 2. Dezember da sein. Die Skin Mystery Boxen. Was vollkommen okay ist, finde ich. Was ich unbedingt. Beziehungsweise, was heißt unbedingt? Ja. Dieser Monat ist auf jeden Fall noch ein bisschen voll. Nächster Monat wird ein bisschen gechillter. Ist halt Weihnachtszeit und so. Mal schauen, ob ich mir dafür auch was überlege. Zu Weihnachten irgendwie Giveaways mache oder so. Oder so kleine Specials mache, wo ich. Vielleicht mache ich längere Folgen. Dann muss ich mir für Silvester was überlegen. Natürlich schicke ich euch nicht ins neue Jahr ohne irgendwie. Irgendwas Besonderes. Ja, mal schauen. Gucken, wie das Ganze so wird. Dann habe ich noch so ein Ziel in League of Legends, was ich mir gesetzt habe. Ich will Gold werden, auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ich bin jetzt gerade Silber 3. Das heißt noch zwei Tiers aufsteigen, dann. Sagt man Tiers oder Tiere? Ich glaube Tiers. Zwei Tiers aufsteigen. Dann habe ich das Ganze auch geschafft. Beziehungsweise weiß ich, dass von Silber 1 bis auf Gold 5 richtig schwer sein soll, weil du da 3 von 5 Matches gewinnen musst. Und ja, bei meinem Glück wird das wieder 100 Jahre dauern. Aber wir haben Zeit. Wir haben jetzt noch einen ganzen Monat. Ja. Na, mal schauen. Dann freue ich mich natürlich wieder übelst geil, wie jedes Jahr, auf das Essen über Weihnachten, Nikolaus und ja, die Weihnachtsfeiertage. Dann schauen, ja, gucken, was dann noch so passiert. Ja. Boah, im Moment läuft richtig gut, was ich gesehen habe. 350
50 Abos haben wir jetzt oder 360 mittlerweile schon. Das geht im Moment so schnell, dass ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht, ich kann. Ich behalte den Überblick gar nicht mehr. Ja, finde ich richtig cool, richtig toll, dass euch meine Videos gefallen, dass ihr mir ein Abo schenkt, dass ihr die Videos schaut auf jeden Fall. Dass euch die Stimme nach der Zeit nicht auf den Sack geht. Mir wird es auf jeden Fall auf den Sack gehen. Also ich kann zum Beispiel manche Let's Player kann ich nur, wenn ich 4-5 Folgen gucken und dann war's das. Dann brauche ich wieder eine Woche Pause, bis ich mir die wieder reinziehen kann. Bei manchen Let's Playern ist es so, dass ich aber auch wirklich das, was die labern oder die sind jetzt lustig oder so, das kann ich mir dann jeden Tag wirklich 10, 20 Folgen reinziehen ohne Probleme. Die Folgen gehen dann aber nur so ein paar Minuten. So 15, 10. warte mal, 51, das ist nicht viel. Egal. Wird schon, wir haben ein Level Up und gleich schon wieder 15%. Manche von euch werden jetzt sagen, oh Sir Pyron, warum bist denn du hier am Leveln? Warum gehst du nicht einfach, weiß nicht, hier diese Forest-Dingens da bei Village of the Beginning und killst du einfach Sherrymon oder Rockmon oder so? Oder gehst, weiß ich nicht, Digimon Maze Entrance, da kannst du auch voll easy leveln mit Level 41. Ich weiß das alles. Leute, ich bin Thema Level 75, ich weiß das noch. ich will einfach nur farmen, ich will nebenbei auch ein bisschen Geld machen, weil ich ja immer diese Geldprobleme habe. Das, was ich jetzt gerade trage, dieses Set, das ist meistens, die meisten Teile sind nur für einen Tag. Das heißt, das sind 500M einfach für einen Tag verballert und das Geld muss auch wieder irgendwie reinkommen. Mit den Dingern, also ich hoffe, baue die ganze Zeit darauf, dass ich die droppe, aber irgendwie sieht es gerade nicht so aus. Ich droppe auch keine Eggs irgendwie, keine Barkmon-Eier, die man irgendwie verkaufen könnte für 20M oder so. Oder für 15M, ich gehe ja mittlerweile bei den Preisen richtig krass runter. Ja, irgendwie ist dem nicht der Fall. So. So, ich werde jetzt, die 10 Minuten werde ich jetzt auf jeden Fall noch aufnehmen. Werde dann eine kurze Pause machen. Vielleicht, ja, ich sag immer, ich mache eine kurze Pause und dann dauert das einen ganzen Tag, bis ich wieder aufnehme. Oder mehrere Tage. Ja, vielleicht sehen wir uns dann erst am Wochenende wieder. Weil XP-Event sind nochmal 100% XP mehr. Wie hoch haben wir das auf 26? Das ist schon mal nice. Musst du natürlich hoch auf 35. Ich frage mich, wann endlich die ganzen Tamer-Skills rauskommen. Also wir haben ja jetzt schon die Tamer-Skills für Mimi und so. Für die ganzen neuen Tamer sind die ganzen Tamer-Skills draußen. Nur für uns nicht. Und ich will wissen, was Dingens hier macht. Geht er? Ich könnte mich jetzt natürlich spoilern und einfach auf dem koreanischen Server nachschauen. Weil gibt bestimmt irgendwelche Videos, wo das erklärt wird oder gezeigt wird. Aber wofür? Lieber lasse ich mich überraschen. Auch wenn ich sagte, ich bin am, also auch wenn ich am Anfang der Folge oder der letzten Folge sagte, dass ich übelst neugierig bin. Ein bisschen zurückstecken muss man auch irgendwie. Ja. So. Rechts, links. Rechts, links. Uppercut. Du bist ein schlechter Boxer. Ja, Monodramon ist schon irgendwie cool. Ich mag Cyberdramon richtig gerne. Der ist richtig cool und Dingens. Fujimon, ich weiß nicht, der sieht nicht cool aus, aber geht klar. Ja. Genau, wir müssen uns Critical Arms besorgen. Oh Mann. Da kommt noch was auf uns zu. Aber sobald ich Dingens. Genau dafür sind so Sachen wie, wie ich euch ja gesagt habe, das ganze Geld von TGN fließt in sowas rein. Sachen für Digimon. Ich kann zum Beispiel von dem ersten Mal Geld, was ich jetzt bekomme von TGN, das wird nicht viel sein, aber ich denke mal so ein 20 oder sowas wird bestimmt bei rumspringen. Kann ich dann hier in Digimon reinstecken und dann kann ich ein bisschen Zeugs kaufen,
da das Ganze jetzt im Angebot ist, hier 30% günstiger und so. Ich glaube auch bis zum, weiß ich nicht, 22. oder so. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich vergesse viel zu viel. Alzheimer und so, ich bin schon etwas älter. Und mit 23 ist man schon alt. Ja. So. Boah, okay, da gibt mal Gummi. Okay, 66, das ist gut. Das heißt, wir kriegen so in 30 Minuten ungefähr 100 Stück zusammen. Und circa 30 Minuten, das sind dann 25 M. Geht klar. Dafür, dass wir gerade mal 22 M für den Food verballert haben. Es rentiert sich. Ich hasse diesen No-Angriffs-Bug. Dass er den einfach nicht angreift und umstehen bleibt. Seiko 15 MI, Chef 420. Das ist günstig. Obwohl ich Core auch schon für 12 M each gesehen habe. Aber das sind halt so Glückstreffer. Ja, warum sind... Genau, manche von euch werden sich bestimmt fragen, warum die MC5 so teuer sind. Von den Digimon, die bei Monster Card Level 5 gespawnt werden, kann man Digicore droppen. Und die droppen nicht nur ein Digicore auf einmal, die droppen direkt 3 Stück auf einmal. Was... echt nice ist, wenn man klonen will oder wenn man, weiß ich nicht, Fruit sammeln will. 30 Digicore sind ja ein Fruit. Das heißt, du musst Glück haben, dass 10 Monster, also 10 Digimon, dir Digicore droppen und dann kannst du dir eine Fruit leisten. Und ich glaube, manchmal hast du Glück, dass da 8 Viecher in einer Karte spawnen. Und wenn du dann sowas wie Paladin Mode von XWmon hast oder Omegamon, dann klatscht du die runter in nichts. In nichts. Ich meine, wie nichts natürlich. Ja. Bam, bam. Ja. Genau, Tsukiyaomon und Xuanwumon sind ja jetzt, die kann man jetzt auch wieder haben. Das sind ja diese Digimon-Gottheiten. Die 4 Himmelsrichtungen. Und ich will diesen Tiger haben unbedingt. Der als nächstes rauskommen wird. Ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall soll der sieht der richtig nice aus. Schade ist, dass man auf den nicht fliegen kann, glaube ich. Soweit ich weiß. Beziehungsweise auf den reiten. Weil sonst würde ich mir auf jeden Fall Mode-Selektor besorgen und auf dem reiten. Weil es einfach nur ein richtig geiles Digimon ist. Ja. Bam, 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 bam. Christine. Boom, boom. Yay. Ja, zum Ende der Folge auf jeden Fall noch ein Pokémon-Ei. Ja, was heißt zum Ende? Ein bisschen mehr als 4 Minuten haben wir noch. Bam, bam. Oh, gleich 2 Uhr, Alter. Ach, wir haben schon. Gleich 2 Uhr. Haha, schön. Ja, schön. Wir haben schon 15:15. Oh, Mann. Gut, dass ich im Moment nicht arbeiten muss, weil Winterzeit und so ist halt saisonabhängig, diese Arbeit. Ja, und wir leveln hart. Dark Bakemon. Bakemon. Erstmal einen Backen, sagst du? Oh mein Gott. Ja, das wird auf jeden Fall erstmal für heute reicht das, glaube ich, erstmal mit dem Aufnehmen. Ich habe heute so viel aufgenommen. Ich bin einfach nur an meiner Grenze angekommen. Aber wir haben fast wieder, ich denke mal, wir werden noch so 40% auf jeden Fall erreichen. Das heißt Level Up plus 40%. Okay, sind insgesamt haben wir dann 70% gemacht. Ja, in einer halben Stunde. Sorry fürs Gehen. Ja. Halbe Stunde.
70% geht klar. Das heißt, in einer Stunde sind es 140%. Natürlich darf man das nicht so rechnen, weil du bekommst ja, der war jetzt gerade Level 55 und der ist Level 53, der gibt natürlich weniger XP. Und haben wir 78, cool. Das ist auf jeden Fall cool. Also normalerweise mache ich das so. Ich packe mir das dahin, das hier hin und das hier hin. Mach dann so, teile das Ganze. Also damit die Slots echt nur mit den Eggs zum Beispiel voll werden. Greif mal den da an. Aufheben nicht vergessen. Und so habe ich halt früher immer gefarmt. Ich habe immer so lange gefarmt, bis ich dann alles auf 100 bzw. 20 hatte. Und dann bin ich dann zurück in die Stadt. Oder natürlich, wenn ich kein Food mehr hatte, bin ich zurück in die Stadt. Und so, jetzt stackt das hier erstmal voll. Dann geht der hier voll. Dann der, dann der, dann der. Und hier kommt dann der ganze random Scheiß, so wie Eggs oder ja, hier so Zeugs, was ich eh nicht scannen werde. Oh mein Gott, boah, war das knapp. Nein, was sind wir? 28. Ja, wenn wir ein bisschen mehr auf die HP achten würden, dann wären wir auch ein bisschen höher. War egal. Also, wenn es gleich runterzählt, werde ich mich schon mal hier so. Tschüssi und so. Oh. Was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall, seitdem ich Let's Player, dass man sich solche Sätze wie mein Beginn, zum Beispiel hier, was geht ab, Leute, hier ist der Pyro, eine neue Runde, dies und das. Das ist so schon so der Standardsatz geworden bei mir. Genau wie Ingame Bla Keks. Die zwei Worte sind auch so Standard geworden. Oder am Ende. Ja. So, Leute. Jetzt kommt so das typische Ende von mir, was eigentlich auch immer variiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hatte es auf jeden Fall. Auch wenn ich ein bisschen kaputt war und so. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder, wenn es wieder heißt. Sir Pyronappy. Let's play Digimon Masters Online und level den hier. Monodramon. Ja, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Tschüssi!